Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe heute den ganzen Tag nur Regenwetter, deswegen sind meine Haare ein bisschen abstehend. Sieht man das? Das machen die immer, wenn es nass wird. Eigentlich habe ich angefangen, ja, ein Geburtstagsgeschenk auszupacken, also es zu probieren und zu benutzen. Moment. Ich kam auf die Idee zu puzzeln. Ich muss gestehen, Puzzeln ist eigentlich schon bei mir gefühlt ewig her. Und ich wollte es aber unbedingt mal haben, weil da halt Pokémon drauf ist. Und ich dachte mir, ja, wenn man mal wieder nicht raus kann oder das Wetter wieder scheiße wird, vielleicht ist das ja ganz nett. Aber mein Freund hat gesagt, er mag gar kein Puzzeln. Also heißt das, dass es schon mal keine Aktivität zu zweit ist, sondern ich alleine da dran muss. Und jetzt hatte ich gestern so die Chance, weil er war noch weg. Und ich habe auch angefangen irgendwie. Ich habe, glaube ich, nicht mal den Rahmen richtig komplett hingekriegt. Das sind jetzt 1500 Teile. Ich bin der komplette Puzzle-Noob. Also gar kein Plan. Auf Instagram haben mir ganz viele auf die Umfrage geantwortet, dass die gerne puzzeln. Soll ich euch was erzählen? Mich stresst das irgendwie. Also heute ist Tag 2 vom Puzzle und ich kriege jetzt schon Stress, dass das hier noch liegt. Also ich meine, ich kann froh sein, dass es hier liegen kann, aber ich will es halt irgendwie fertig bekommen und krieg's jetzt nicht fertig. Und gleichzeitig nervt es mich, wenn ich ständig Teile suche, die ich nicht finde und Teile habe, wo ich nicht weiß, wo sie hinpassen. Ich bin direkt in diesem Wettbewerbsmodus irgendwie. Das ist für mich nicht entspannend. Ja, vielleicht kommt das Erfolgserlebnis nochmal am Ende. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, zu Ende zu puzzeln. Aber habt keine Erwartung, dass das schnell geht. Ich glaube, das ist nicht ganz so mein Ding. Ja, aber man weiß es erst, wenn man es mal wieder ausprobiert hat, ne? Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn gerne puzzelt. Oder ob euch das A langweilt oder B auch wahnsinnig macht wie mich. Ja, und da wir heute den 1.7. haben, gibt es auch auf unserem Partnerplaner wieder ein neues Puschin-Bild. Ich finde die ja immer so süß. Naja, auch wenn ich im Juli jetzt nicht wirklich verreisen werde, aber knuffig. Ich bin gespannt, was im August kommt. Ich habe mir überlegt, dass ich euch jetzt in dem Vlog mal ein bisschen was über das Ergebnis der Rache des Sub erzähle. Irgendwie bin ich mir nämlich nicht so sicher, ob ich da wirklich ein separates Video immer zu machen möchte, weil in manchen Monaten bin ich ja schon sehr ausgelastet und dann habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr. Ich meine, stellt euch mal zum Beispiel vor, an dem ersten Wochenende im Monat muss ich ja, also lade ich ja meinen Monatsrückblick hoch. Dann kann es ja sein, dass das Quartal gerade endet, also ist das zweite Wochenende schon für Neuzugänge zum Beispiel ja, verplant. Der dritte Monat, also das dritte Wochenende, da habe ich gerade eine Rache des Sub. Und dann habe ich vielleicht noch, keine Ahnung, meinen Tag oder was ich drehen will und zack ist das Ding voll. Und deswegen ja, will ich das nicht unbedingt separat machen, also jetzt vorerst, weil ich noch nicht genau weiß, ob ich das überall reingequetscht kriege. Falls ihr die Rache des Sub noch nicht kennt, ich habe schon drei, glaube ich, Videos gedreht, wo ich mir ein altes Video von vor ein paar Jahren angeguckt habe, wo es um Neuzugänge geht. Welche Bücher habe ich mir neu gekauft? Und dann kam jetzt die Rache quasi. Welche Bücher habe ich denn von den Neuzugängen schon gelesen und welche noch nicht? Und eben um diese nicht gelesenen Bücher geht es, denn da ist das Ziel eben, diese zu lesen oder vielleicht tatsächlich auch rauszuschmeißen, falls man mal merkt, okay, die Zeit ist einfach vorbei, das ja, mit uns wird nichts mehr. Und ich hatte die erste Rache, die ich je gedreht hatte und es waren 4 Bücher, die ich lesen musste. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich mir so 4 Monate Zeit nehme zu lesen, weil ich ein sehr langsamer Leser bin. Auf jeden Fall war einmal dabei Ein Meer aus Tinte und Gold. Das war auch so ein Buch, was ja mal sehr angesagt war, was ich aber nie wirklich, ja, in der letzten Zeit dann mal mehr gesehen habe. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Das ist so ein bisschen Fantasy, Abenteuer und hat halt was mit Büchern zu tun, denn in dieser Welt gibt es keine Bücher und die Leute können auch nicht lesen, außer ganz bestimmte plötzlich. Also für noch mehr Infos, ich möchte jetzt nicht, dass der Vlog so ausartet, aber für mehr Infos zu den Büchern verlinke ich euch auch noch die Buchbesprechungen immer dazu, weil ich glaube, ich habe zu jedem oder ich werde zu jedem Buch noch eine Buchbesprechung drehen. Aber das habe ich auf jeden Fall gelesen und das fand ich überraschend sehr gut. Ich glaube, das war nämlich das Buch, wo ich am wenigsten tatsächlich Lust drauf hatte, als ich die Rache gedreht habe.
bleiben wir ein bisschen bei Gold, und zwar The Make-up Girl hinter den Kulissen von Dana Sheen. Das ist auch so ein Buch, wo ich gedacht habe, ob ich da nicht schon rausgewachsen bin mittlerweile. Aber ich fand es auch total gut tatsächlich. Es ist was locker leichtes, aber trotzdem nicht plump und naiv oder irgendwie blöd, sondern ich fand es einfach süß. Hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, aber da sieht man es mal wieder, die Bücher sind schon ein bisschen älter. Also das gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr neu zu kaufen oder zumindest die letzten Teile nicht mehr. Möchte ich aber auch, also ich habe jetzt mich dazu entschieden, die Reihe nicht weiterzulesen. Es ist eine Trilogie. Ich hätte die anderen Teile auch noch gebraucht, kaufen können, aber ich glaube, da gibt es andere Bücher, die mehr meine Aufmerksamkeit benötigen als die Reihe. Fand ich ganz süß. Ich kann auch mit dem Abschluss hier sehr gut leben. Von daher hat sich das erledigt. Und Ein Meer aus Tinte und Gold, da habe ich ja die Folgebände jetzt hier, aber auch die gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Das war auch so ein Akt, an die zu kommen. Das ist das Schlimme an der Rache, dass man teilweise alte Bücher hat, die man vielleicht schon damals gekauft hat, weil sie rausgeschmissen worden sind oder so. Und ja, jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre später. Na. Dann habe ich ja jetzt ganz frisch Mind Games beendet. Das war ja auch noch bei der Rache. Und da war ich schon mal ganz froh, dass es ein Einzelband ist. Also muss ich mich da nicht um Folgebände kümmern. Das fand ich ja am Anfang so gut, aber dann hatte ich ja das Gefühl, dass es hier irgendwie den Bach langsam runtergeht, habe mich dann nicht mehr ganz so gefesselt. Ja, habe ich aber auf jeden Fall gelesen und so schlimm war es jetzt auch nicht. Und dann muss ich tatsächlich auch noch den 3. Band von der Alice im Zombieland-Reihe lesen, aber hatte dann festgestellt, dass ich den 2. noch nicht mal gelesen habe und habe es auch aussortiert. Ist schon im Keller. Ich sammle die Bücher ja immer für Ende des Jahres, wenn mein Unhaul online kommt und naja. Also irgendwie, ich habe den 2. Band angelesen, ich habe die ersten Seiten da so durch und hat mich irgendwie überhaupt nicht mehr interessiert. Das war wirklich so ein Buch, wo ich dachte, da bin ich einfach raus. Der erste Teil ist schon viel, viel zu lange her und auch die Art, wie es geschrieben war, das vielleicht hätte es mich, wenn ich jünger gewesen wäre, noch mehr gecatcht oder vor ein paar Jahren mehr gecatcht, aber jetzt hat es mich total kalt gelassen. Also ja. Wird ausziehen, die komplette Reihe, aber dazu dann mehr in meinem Unhaul. Und das war jetzt kurz und knackig mein Resümee, mein Ergebnis von der Rache des Sub. Falls ihr euch das Video nochmal angucken wollt, wo das alles passiert ist, verlinke ich euch natürlich auch nochmal irgendwo. Und ja, mal gucken, ob ich das jetzt häufiger so in der Story mache, in dem Vlog mache. Ich kann nicht reden heute, oh Gott. Es ist Freitag, ich bin davon froh, dass Wochenende ist. Wirklich. Ich schwitze wirklich aus dem letzten Loch, Leute. Jetzt gerade geht's noch, aber es ist halt so bekloppt, weil die ganzen Tage hatten wir irgendwie um die 20 Grad, meistens auch kühler und total Regen, sodass man nur, ich habe schon meine Wollsocken wieder rausgeholt, meine Kuschelsocken, ganz ehrlich. Und heute hatten wir schon wieder, ja, über 25, 26 Grad so um den Dreh. Ja, und eigentlich wollte ich ja heute mein Video drehen. Weil morgen ist Sonntag und das heißt Monatsrückblick auch, weil konnte ich ja jetzt schlecht vordrehen. Aber ich habe gedacht, ganz ehrlich, morgen soll schon wieder kacke werden. Also morgen soll es schon wieder gewittern und Montag, Dienstag, Mittwoch, wenn ich frei habe, soll auch eher regnerisch und gewitterisch sein. Also habe ich gesagt, ganz ehrlich, wäre blöd, welchen Tag heute mit Videodrehen verplempern würde. Vor allem mit Schminke und so, das ist ja eh nicht so geil.
Nee, und wir waren jetzt im LVR Archäologischen Park Xanten und auch im Römermuseum. Genau, ich weiß nicht, ob das einer von euch schon mal gesehen hat. Da gibt es so ein paar alte Bauten noch, nachgemachte, ein paar Restesachen, die man noch von den Römern gefunden hat dort. Und im Museum halt auch noch so Sachen wie Rüstung, Waffen, Gefäße und so weiter. Lief eigentlich ganz gut. Also wir konnten die Tickets auch online kaufen schon und dann die Kontaktdaten da ausfüllen. Also konnte man direkt rein, war auch gar nicht so voll, obwohl ja Ferien jetzt auch hier angefangen haben. Ja, war natürlich nur mega, mega warm. Ich hatte die Haare auch noch offen am Anfang und ey, die klebt mir einfach überall. Ich habe zwar auch Sonnenschutz aufgetragen, weil ich ja sofort immer so Sonnenbrand kriege und rot werde. Aber war schon einfach das Gefühl, ich habe wirklich nur noch geschwitzt bis zum Umfallen. Aber es war schön, es hat mir Spaß gemacht. Und auf dem Weg dahin haben wir einfach gesehen, dass bei jemandem vor der Tür eine TARDIS steht. Also so eine blaue Polizeinotrufzelle von Dr. Who. Und auf der Rückfahrt habe ich versucht, das irgendwie noch einzufangen. Ich glaube, ein bisschen erkennt man es, wenn ich euch das sage, dass das ist, dann erkennt ihr das auch, wenn ihr Dr. Who kennt. Aber das war so geil, weil es ist eine Tür gewesen. Auf der Hinfahrt habe ich gesehen, dass das aufgemacht wurde, dass es eine Tür ist. So geil, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Jetzt muss ich mich mal meinem Puzzle wieder widmen. Also so ein bisschen vorwärts gekommen bin ich schon. Also da kann man schon Gengar sehen und so ein bisschen Evoli und Shiggy ist auch schon da. Ich meine, Togepi und Vulpix kriegt man auch schon ein bisschen zustande hier. Aber ist halt wirklich nicht meins. Aber ich bin jetzt so da drin, dass ich das auf jeden Fall fertig haben will. Also ich werde das nicht wegschmeißen, also nicht wegpacken, bevor ich es fertig habe. Und das ist ziemlich kacke, weil das ist mein Esstisch. Ich habe heute schon so ein Ding darüber gelegt und dann, um zu frühstücken, das war natürlich überhaupt nicht durchdacht von mir, aber okay, lebe ich jetzt mit. So, ich habe es geschafft. Ich habe wirklich jetzt mein Video für Sonntag gedreht. Ich muss es jetzt nur ganz, ganz schnell schneiden, damit es auch Sonntag wirklich online kommt. Gestern wollte ich es ja nicht, wie gesagt, weil wir so schönes Wetter hatten. Heute war irgendwie erst Sonnenschein, dann kam gerade aber auch schon ein bisschen Regen runter und es hat so gegrummelt leicht. Also ich warte noch auf das fette Gewitter, aber es hatte gegrummelt. Nur damit darauf eigentlich die Sonne wieder direkt rauskam und dann verdampft natürlich das bisschen Regenwasser sofort wieder und man hat hier so eine eklige, drückende Luft einfach. Jetzt ist so ein bisschen, ja, wolkig draußen, aber ich warte immer noch auf mein angekündigtes Gewitter. Bei meinem Glück kommt es sowieso wieder nicht, sondern erst irgendwann in der Nacht oder so. Ja, mal sehen. Aber Buchbesprechung, Monatsrückblick und Buchbesprechung ist gedreht und den Monatsrückblick muss ich jetzt noch ganz, ganz schnell schneiden. Oh, ist total warm. Wir haben nämlich jetzt den Tag genutzt und sind zu Ikea gefahren. Und ich fahre nicht gerne zu Ikea, wirklich nicht. Es ist mir einfach immer zu voll und das war jetzt auch schon wieder so mega voll. Dafür, dass wir halt Montag haben. Aber gut, die Verrückten kaufen ja immer das ganze Jahr über gefühlt bei Ikea ein. Ich wollte aber tatsächlich endlich neue Regalbretter haben. Denn mein Bücherregal ist jetzt nicht wirklich mega fancy, wie das so bei den anderen ist. Ich habe teilweise schon die Pärchen da oben zusammengestellt, die ich bald in den Hintergrund für meinen Videodreh haben möchte. Also steht hier immer so ein bisschen was rum, auch an Deko. Also wirklich, ja, vorzeigemäßig ist das jetzt da oben nicht, aber das ist mir auch relativ egal. Und ja, das sind noch Kerzen, die auch noch bald dahin kommen und da, wo ich noch nicht weiß, wo ich die hinpacke. Und ich habe einfach keinen Platz. Also ich musste jetzt hier schon Mind Games und Mr. Parnassus da reinpacken. Aber das sind so meine ganzen Liebes-New-Adult-Gedöns-Dinger. Das passt mir nicht. Eigentlich war Mind Games vorher irgendwo auch hier drin. Aber da stehen jetzt andere Sachen. Und ja, deswegen dachte ich mir, man kann das ja alles mal so ein bisschen nochmal nach oben packen vielleicht. Oder nach unten. Und dann, ja, wir haben jetzt einfach mal 4 Bretter geholt. Für jede Seite 2. Mal gucken, ob das was wird. Aber das nachher alles wieder einzuräumen, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Naja, und neue Kisten brauchte ich auch. Und ein Muffinblech haben wir gefunden. Ach, ist das schön. So, es ist vollbracht. Also so ganz alles an seinem Platz ist es jetzt noch nicht. Aber das war ja echt ein Kampf, ne? Man hat ja richtig Probleme mit, so wie die Löcher halt vorgestanzt sind und das da dann zwar Hardcover reinpassen, aber da unten passen nur Taschenbücher rein und man will ja auch manche Sachen nicht voneinander trennen irgendwie. Weil hier habe ich ja zum Beispiel die Eragon-Reihe, was alles so, ja, da habe ich noch Platz nach oben. Gehen wir mal kurz rein. Da habe ich noch Platz nach oben. Aber dann gibt es ja auch noch hier diese Geschichten aus Alagesia, die ja im Eragon-Universum spielen.
ist halt ein Hardcover und das würde ich halt ungern trennen. Ich habe jetzt einfach mal, ja, so wie ich gerade finde, dass es passt, also hier ist hauptsächlich so der ganze Fantasy-Kram drin, auch was so Hardcover angeht, habe ich mal versucht. Aber man sieht, glaube ich, schon die Problematik, wenn mal wieder eine Reihe dazukommt. Also wenn Lieber Dugo meint, weiterzuschreiben, muss ich eigentlich wieder umräumen. Oder wenn ich mir den letzten Teil von Selection kaufe, dann muss ich wieder ein bisschen schieben. Ja, aber man sieht schon, ich habe wieder zwischendurch ein paar kahle Stellen. Da auch, da, da. Ich habe meine Conan-Manga jetzt einfach mal ja, so dahingestellt. Die waren ja vorher auch irgendwie übereinander gestapelt. Einfach nur, weil Platz ist. Was mich halt jetzt nur mega stört, ist, dass ich hier oben nur so ein kleines Pissfach habe. Also egal, wie wir versucht haben, das irgendwie umzuräumen, hätte das für mich nicht hingehauen, weil ich halt doch viele Hardcover habe und so. Ich hätte ja jetzt sonst oben vielleicht so zwei kleinere Fächer machen können, aber das haut sonst nicht bei meinen Büchern hin. Deswegen haben wir jetzt gesagt, also ich versuche mal ein paar Kerzen hinzustellen, aber so eine richtige Yankee Candle passt auch nicht. Moment. So, wenn ich... Also die kriege ich zwar rein, aber das ist eng. Also die will ich da nicht wirklich drin stehen haben. So bei den anderen geht's ja jetzt, aber ja, deswegen fällt die Möglichkeit jetzt auch raus. Deswegen habe ich erstmal das, wo ich noch nicht weiß, wohin damit mit den Kerzen, weil ich gerade keinen Platz in meinem Kerzenschrank mehr habe. Aber die Eulen, die mein Freund mir ausgedruckt hat, die passen. Und ich sortiere immer Bücher aus regelmäßig und habe im Keller ja eine Box, wo die Bücher so lange reinkommen bis zum Ende des Jahres, bevor ich mein großes Unhaul-Video drehe. Und dann hat er gesagt, kann ich die immer da oben reinlegen, dann weiß er, aha, kann man beim nächsten Mal mit runternehmen, falls er das mal sieht. Ja, aber ich denke mal, so fürs Erste, ich habe auch keinen Bock mehr, ich bin bis einfach nur warm. Und ja, vielleicht werde ich nochmal irgendwann zwischendurch doch nochmal was umswitchen, weil mir das nicht gefällt, aber Hauptsache, es hat erstmal alles seinen Platz gefunden. Ich wollte mich jetzt mal verabschieden von diesem, also für diesen Vlog. Mir ist auch irgendwie immer noch total warm. Also heute, das Wetter wusste gar nicht, was es wollte. Flo hatte noch irgendeinen Uni-Termin und dann habe ich gewartet und es war zwischen, oh, es fängt an zu regnen, Hilfe, und oh, es ist ganz schön windig und kalt, bis zu, ich glaube, ich schwitze und krepiere, war irgendwie alles wettertechnisch heute einmal da. Und jetzt gerade ist wieder so warm. Ja, wirklich viel vom Essen habe ich euch auch wieder nicht gezeigt, aber wir waren essen. Und jetzt bin ich einfach nur ja, froh, dass die Woche jetzt rum ist. Also mein Urlaub ist rum, das ist traurig. Aber ja, ich möchte jetzt noch den Vlog schneiden. Heute oder morgen muss ich mal gucken. Und das war's tatsächlich dann für diese Woche. Und wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Vlog wieder oder bei irgendeinem anderen Video. Ihr habt genug Auswahl, sucht euch was aus. Ciao.